aber er ist noch keine 90 cm, deswegen durfte er nicht drauf. Aber das ist nicht heftig, das ist auf jeden Fall sehr langsam. Angst hätte er nicht gehabt, aber er durfte trotzdem nicht. Wenn du das festhältst, dann fällt das runter. Willst du probieren? Nee? Das möchte ich nicht. Ah! 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 Das war richtig gruselig. Ja? Fandest du das gruselig? Ah. Weil es dunkel ist, ne? Ja. Da kriegt man keine Luft rein, wenn man da fährt. So. Aber es passiert nicht. Weil guck mal, auch kleine Kinder gehen hier drauf. Achso, jetzt erstmal da und dann da. Kommen wir da oben lang. So, und dann fahren wir da unten rein. Und jetzt bin ich mal gespannt, Richard, wie lange das dauert, bis der Mann mit dem weißen T-Shirt ganz vorne, hier vorne bei uns vorbeikommt. Eins, zwei, drei. Bisschen angeskauft, ne, Schatzi? Hi, Julie! Kribbeln im Bauch. Bis gleich.
Ja, da ist Mama, ja? Du, ist es da Mama? Mama mit David und Julia? Ist das cool, Luis, was die da machen? Was hörst du? Ja, du hast recht, Schatzi, das ist Wasser. Guck mal, da oben sind gleich... Guck mal, da oben sind gleich Papa, David und Julie. Papa, Mama. Ja, Mama bleibt hier, Papa, David und Julie. Mama, guck mal, wir fahren da gleich so einen steilen Berg runter. Woo! Das ist heftig, ne? Da wird man richtig nass. Wir sind noch ein paar. Da kommen wir so runter, also Leute, wir können euch diesen Park auf jeden Fall weiterempfehlen. Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr nochmal hier hinkommen. Aber ich denke ohne Luis, weil er kann fast nirgendwo hin drauf. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ihm das gefällt, weil er alles so mit Spannung beobachtet. Und das Wetter ist so schön, deswegen ist das schon schön, dass er mit dabei ist. Anstatt zu Hause zu sitzen. Er ist sehr aufgeregt. Ein bisschen, ja. Luis, hi!
Schnellmeister, ja? So, die Kinder klettern da jetzt eine Runde. Einiges ist schon zu und Vladi wird gleich eine Runde fliegen. Wo ist der Chino? Also, okay. Ich möchte jetzt wieder nach Köln gehen. Hier, Papa fliegt noch eine Runde, genau. Ich bin gespannt, was er erzählt. Mama. Tschüss, Leute. Mama, es geht nicht. Sie ist unten geblieben, hat ein bisschen Höhenangst. Hui. Also, tschüss. Wow, sind wir ganz weit oben, Luis. Oh, schau, das ist ja noch höher als das Ding, wo ich gefahren bin. Auf der Kirmes. Guck mal, was steht da? Tschüss, Felix!
war die schon zum Ausgang gegangen. Wir haben noch mit David und Julieta uns was zu trinken geholt. Zeig mal, was hast du noch genommen, David? Ich hab was Süßes, irgendwas. Also, aber was ist das genau? Da habe ich irgendwas reingetan. So eine süße Sache. Da kann man mit Wasser tun oder so. Ja? Wie kann man das trinken, oder? Man so. Kann es auch so machen. Ach so. Ach, guck mal, da ist Papa. Ja, das war schon zu. Aber wir haben noch normale Getränke bekommen im Kiosk. Super. Hi, Luis. So, dann kommt. Ich möchte nach Hause. Ja. Ich auch. Die paar Stunden haben uns aber echt gereicht, ne? Ja. Ich meine, wir wären noch irgendwohin gerne draufgegangen. Werden wir den ganzen Tag hier bleiben. Ja. Von morgens früh, aber diesmal ohne Luis, weil das war anstrengend. Ja, für euch ist das ja nicht so anstrengend. Es ist anstrengend für uns mit Papa gewesen, den hin und her zu fahren, ne, mit dem Kinderwagen. Das ist schon nicht also ohne. Morgens früh, nicht morgen früh. Oder wir können ja morgen auch früh machen. Mama. Nee, morgen fahren wir nicht nochmal hier, Schatz. Das wird zu viel. Schatzi, was haben wir jetzt für uns fünf bezahlt? Ich glaube mit allem drum und dran 150 oder so. 150, also mit Essen meinst du? Oder? Ja, mit allem. Außer natürlich Sprit. Oh. So, Vorsicht. Julie. Wow, wie schnell, aber warte mal. Ja, aber das kann man noch stoppen. Komm, geh mal. Da. Warte mal, ich zieh mal durch die Mütze. Den ganzen Tag. Wir haben jede Menge Kohle aufgegeben, das war schön. Ja. Guck mal, hier hat eine irgendwelche Brot vergessen oder was auch immer. Oder was ist das da? Leute, wer hat die Wurst verloren? Bitte meldet euch bei Mami Today. Ja. Warte, bitte. Mami Today geht, Papa schleppt. Genau. Wie immer. Mami Today chillt ihr Leben ab. Aber hallo. Okay. Ja, wenn man einen Daddy Today hat, dann ist das Leben nicht so schwer. So, endlich sind wir im Auto. Jetzt müssen wir durch die Steine fahren hier. Deswegen wackeln wir ein bisschen. Müssen wir die Wurst nicht mitnehmen? Nein, danke. Lassen wir die Wurst da liegen. Vielleicht kommen die Leute noch. Mann, Wurst vergessen. Hier, wie kann man nur eine Wurst vergessen? Tschüss. Tschüss. Luis, war das ein bisschen anstrengend für dich? Ja. Du warst so brav, mein Baby. Er war so brav, ne? Und so. Auto. Er hat aber auch ein bisschen geschlafen. Also ein kleines Mittagsschläfchen hat er da gehalten. So ihr Lieben, wir haben jetzt 18.40 Uhr und ich würde mal sagen, wir verabschieden uns von euch. Wir können euch diesen Park auf jeden Fall weiterempfehlen. Und wenn ihr ganz kleine Kinder habt, die so klein sind wie Luis, ist das ein bisschen schwierig. Die meisten Kinder können erst ab 90 cm auf bestimmte Sachen drauf gehen. Luis war noch unter 90 cm, deswegen konnte er fast nirgendwo hin drauf. Also er fand das schon sehr spannend. Er hat die ganzen Attraktionen mit Spannung beobachtet. Aber beim nächsten Mal würde ich ihn nicht mehr mitnehmen. Ich denke, es ist schon ein bisschen anstrengend für ihn. Er hat zwar ein kleines Schläfchen gehalten, aber trotzdem. Er hat auch Angst. Ja, klar, er kann ja auch nicht sprechen. Ja, nee, wirklich, er war sehr ruhig, er hat überhaupt keine Geräusche gemacht. Er hat es einfach mit Fassung getragen, sagen wir es mal so. Ja, ich denke, es war schon für ihn schön, aber auch anstrengend. Also es ist auch anstrengend für uns als Eltern, den Kinderwagen die ganze Zeit hoch und runter zu schleppen. Da sind so Berge und ja, das war so das Anstrengende, aber ansonsten hat das mit ihm wirklich super funktioniert. Kein Weinen, kein Rumzicken, gar nichts. Ich fand das cool. Ich fand das nicht so cool, weil Luis hatte nur 1 cm gebraucht, wenn er dann wäre 90 cm.
Leute, mich würde das voll interessieren, ob ihr auch schon mal in diesem Park wart oder ob ihr uns noch andere Sachen empfehlen könnt, ja, was man so mit den Kindern unternehmen könnte. Es gibt Phantasialand, was gibt es noch? Also jetzt Moviepark. Moviepark. Safari-Park. Europa-Park, Safari-Park. Was gibt es noch? Was könntet ihr uns empfehlen? Panorama-Park. Ja, Legoland. Legoland, ne? Also falls ihr noch irgendwelche Sachen kennt, die wirklich richtig cool sind, die man mit den Kindern unternehmen könnte, dann schreibt mir das unten in die Kommentare, weil wir probieren solche Sachen sehr gerne aus und mal sehen, vielleicht treffen wir uns ja irgendwann mal irgendwo in einem Park. Und ich wollte noch jemanden grüßen, und zwar die Dame, die uns am Anfang am Eingang also empfangen hat. Sie hat mit uns sich unterhalten, dann hat sie sogar den Kanalnamen aufgeschrieben, weil ich ihr gesagt habe, dass wir Videos machen. Und sie wollte sich das Video anschauen. Liebe Grüße! Dann sehen wir uns morgen um 21 Uhr wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss! Tschüss! Und Peace, ich Leute. Noch sagen, wir würden es euch alles empfehlen. Es hat viel Spaß gemacht, die Achterbahn auf jeden Fall. Und also wenn ich das bewerten sollte, 5 von 5 Sternen. Ja? Ja. Okay, super. Julietta, wie viele Sterne würdest du geben? Auch 5? Unendlich. Echt? So gut war das? Wenn es zum Beispiel auch um 5 geht, würde ich unendlich machen. Super. Ja, damit kann man sich verabschieden. Tschüss. Tschüss.